Hallo, mein Schatz, was Hi, machst du Katrin. Schönes? Ich habe heute vor, bayerisch Graut zu machen. Und die andere Hälfte mache ich gleich als Krautsalat noch. Der kann dann schön durchziehen, der ist am Morgen richtig gut. Zur Brotzeit perfekt. Und Krautsalat. Schön. Und was ist bayerisch Kraut? Bayerisch Graut ist eine spezielle Art und Weise, Graut zu garen. Wer Sauerkraut kennt, der weiß das, aber das Bayerisch Kraut ist ein bisschen feiner im Geschmack. Da kann man genauso dann Wammerl dazu machen oder Wammerl, was ist das? Wammerl. Ja, ein Bauch zum Beispiel, ein geräucherter Bauch Von dir oder von wem? oder ein geräucherter Nacken oder Schulterbraten. Ja. Meistens wird es mit gekocht. Da steht auch drinne, zum Beispiel als Empfehlung habe ich jetzt im Internet gesehen gehabt, dass man einen Speck mitkochen soll. Aber ich habe da so meine eigene Idee. Ich habe da so mein eigenes Rezept, was ich da Wie immer. verfolge. Wie immer, ja genau. Ich hole mir meistens nur Ideen und versuche es dann auf mich umzusetzen, so dass es für mich passt. Und deswegen möchte ich euch das auch zeigen, wie man gewisse Sachen leichter machen kann oder anders machen kann. Ja, und das ist einfach feiner im Geschmack. Wenn ihr es noch feiner haben möchtet und was auch noch ein bisschen verträglicher ist für den Magen und für den Darm, ist zum Beispiel der Spitzkohl. Der führt dann nicht so arg zu Blähungen. Da muss man auch ansprechen. Fragen Sie Ja. den Arzt in der Genau. Apotheke. Ja, genau, da wäre der Spitzkohl ganz gut, aber ihr könnt auch damit Kümmel ein bisschen dagegen vorwirken. Da ich habe jetzt mal Kümmel vorbereitet. Normalerweise nehme ich immer gemahlenen Kümmel. Ich hatte aber nur noch ganzen Kümmel und ein bisschen gemahlenen da. Hast du selber gemahlen? Ganze Kümmel mag ich jetzt nicht so, wenn man drauf beißt und so, dann ist es zu Ja. intensiv. Lieber gemahlen, denn der verteilt sich besser. Das Kraut kann besser den Geschmack annehmen. Ist auch beim Sauerkraut so. Es ist einfach ein viel besserer und dosierter Geschmack, als wie wenn man drauf beißt, wie mit Pfefferkörner. Dann kommt Ja. plötzlich der Geschmack und das mögen die wenigsten, erst recht dieses Draufbeißen dann auf das Gewürz. So, ja, jetzt mache ich auf jeden Fall mal weiter. Und Sind das da Kundenmesser? nein, das sind keine Kundenmesser. Also das sind meine Messer, endlich meine eigenen zum Kochen. Ich habe ja jetzt 3 Jahre lang für andere Kunden Messer gemacht. Und lange, lange habe ich gesagt, oh, ich will mal endlich eigene. Ich habe eigene, aber die habe ich schon 15 Jahre. Das sind Industriemesser mit Monostahlklingen. Und dann habe ich meinen Schmied angesprochen, Carsten, danke dafür. Ich möchte solche Messer haben. Und er hat dann gesagt, ja, ey, ich sponsere dich für deinen YouTube-Kanal. Da wir echt Schön. schon so lange zusammenarbeiten. Und das finde ich ganz besonders toll, weil das ist wirklich eine sehr tolle Zusammenarbeit, eine Freundschaft geworden, die wir da haben. Und ja, deswegen habe ich so tolle Messer geschenkt gekriegt. Hab mir Geschenkt, oh, das schön, echt, ja, ja. gesponsert, Das ja. Und habe mir natürlich schöne Griffe dran gemacht. sieht echt cool aus, Mit ja. meinem Kunsthandwerk in der Werkstatt. Ja, mit einem Mammutbaum und das andere ist Erle. Maserholz mit einer Rotfärbung drin durch Mütze. Ja, so ist das. Und dann lässt sich natürlich noch viel schöner arbeiten und soll auch in Zukunft ein kleines Aushängeschild von mir werden, weil das sind schon besondere Messer. Das ist ein Sieht man gleich, Kochbeil. wie sie schneiden, Ja, gell? genau, erst recht, weil ich weiß, dass die Qualität passt. Das ist mein Santoku, das steht für den feinen Schnitt. So, dann tun wir mal das Kraut. Dann Das ist eine bleiben meine Abwasch. Messer jetzt in der Schublade, ja? Ja, Toll. ich benutze die anderen auch für privat, Nein, weil die aber dann ein bisschen zu schade sind für den sehr schön, Dauergebrauch. ja. So. Jetzt, dann haben wir den Topf, den können wir anmachen. Ein Topf braucht man. Ja. Da tun wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Öl rein. Bisschen.
Und was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist Butter. Man soll Gänseschmalz nehmen. Ich möchte das nicht so. Mal davon abgesehen, dass Carina das nicht möchte. Ja. Nee, man kann aber Schweineschmalz oder Trierberschmalz nehmen, weil das einfach noch ein bisschen intensiver vom Geschmack ist. Aber ich möchte gern den feinen Geschmack haben von dem Kraut. Deswegen lieber Butter rein. Was ich hier noch habe, ist das Öl von meinen Jalapenos, das eingelegte. Das werde ich auch nehmen. Das hat dann eine gewisse Schärfe und auch einen feinen Geschmack. Das kommt aber dann ins Kraut rein. So, jetzt schneide ich gleich mal fürs Kraut fertig. Also ihr seht, das Santoku lässt sich auf jeden Fall schneller führen. Das Kochball ist einfach ein bisschen fürs Probe. Da kann man richtig, das ist einfach, wenn wirklich ins Grobe reingeht, wenn man das am Toko nicht mehr machen kann, ist einfach perfekt, die zwei Messer zusammen zu haben. Und wichtig, selbst wenn man auf dem Markt kauft, ihr wisst nicht, ob da gespritzt wurde oder was. Ich schaue zwar immer, dass ich gute Ware kriege, Bio-Ware, aber ja, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Abwaschen auf jeden Fall, wenn ihr es aus dem eigenen Garten habt, ja. Was ich ab nächstes Jahr dann auch haben werde. dann wisst ihr, da ist nie was hingekommen, dann könnt ihr es einfach schneiden und gleich verarbeiten. So. Halt, was machst du jetzt? Du hast jetzt einen halben für... Genau, halber für Bayerischkraut. Ja. Da wir ja nur zu zweit sind, wenn ihr mehr Personen seid. Das Bayerischkraut, das reicht auf jeden Fall, wenn ihr einen halben macht, für 2 Tage. Außer ihr seid mehr Personen, dann reicht es so, ich denke mal, für 2 Personen für 2 Tage, für 4 Personen für 1 Tag. Dann macht ihr halt den ganzen, wenn ihr gleich für beide Tage vorkochen wollt, dann spart ihr euch auf jeden Fall Zeit. So, dann tut ihr mal da den Deckel drauf, lasst es ein bisschen ziehen, ein bisschen runterschalten, dass es nicht verbrennt. Und einfach mal durchziehen lassen. Dann tun wir gleich das andere Kraut. Wie lange durchziehen lassen? Einfach mal so Pi mal Daumen, ihr seht schon. Super, bitte, echt. Einfach schauen, wenn es ein bisschen zusammenhockt. Alle paar Minuten vielleicht mal umdrehen und wenden. Das ist auch ganz gut. Der ist auch ganz wichtig. Immer ein Smiley beim Kochen. Einfach mal durchmischen. Und ihr seht dann schon, wenn es zusammenhockt. So, was auch wichtig ist, Zwiebeln mit rein. Egal welche, oder? Also normalerweise weiße Zwiebeln tut man mit rein, aber ich möchte, ich bin ein absoluter Fan von den lilanen Zwiebeln. Deswegen, ich tue lieber lilane Zwiebel rein. Kann man auch Schalotten nehmen, die mag ich sehr gerne. Kann man auch machen, ja. Aber mit Schalotten, ja, bis ihr da die Menge habt, was ihr dafür braucht fürs Kraut, ja, das heißt, lang am Schneiden. Deswegen, ich mache jetzt eine Mischung zwischen lilane. Die lilanen haben einen anderen Geschmack. Und weiße Zwiebel. Und ja, dann gucken wir mal. Gut. So, also die Zwiebeln habe ich schon mal geschnitten. Jetzt tun wir gleich mal umrühren aus dem Kasten. Die Messer laufen echt die arschgeil, also das ist echt ein absoluter Traum. Bin sehr froh darum. Ja, von der Griffform wird natürlich auch bei mir immer alles angepasst. Ihr seht schon, jetzt ist schon ein bisschen zusammengekocht, das kocht auch gut. Die größeren Stücke einfach ein bisschen auseinanderbrechen. Das seht ihr ja da so. Wenn es jetzt nicht ganz geht, dann können wir kurz schneiden, so dass es für euch auch passt. Kann man ja vorher so kleiner schneiden. Ja, das ist, das siehst am Anfang nicht gleich immer. Ja. Jetzt hier Brille auf. So, jetzt dann tun wir da die Zwiebeln rein. Mhm. Ich habe jetzt 2 kleine lilane genommen und eine grüne. Dann kommt ein bisschen Zucker rein. Dann nehme ich extra einen Zucker aus der Tüte, weil ich, so was werden das sein, so ein Esslöffel voll, kann man etwa reintun auf die Menge.
Weil ich ja meinen Zucker immer mit Vanilleschoten einlege, deswegen nehme ich jetzt einen aus der Tüte, ich möchte den Vanillegeschmack nicht da drin haben. Dann nehme ich noch ein bisschen Salz. In dem Hagelsalz habe ich immer Basilikumblüten drin. Wir würzen dann auch noch Chili-Gewürz, das mache ich auch immer selber, da ist Rosmarin, Pfeffer, bunter Pfeffer, hauptsächlich tue ich dann noch einen roten mit rein, eigentlich für den Geschmack, dann Chilis und Hagelsalz. So, mit dem bunten Pfeffer noch ein bisschen nach, weil da der grüne und der weiße mit drin ist. Die geben nochmal einen anderen Geschmack mit dazu. Wir wollen ja eine Geschmacksvielfalt. Und dann habe ich hier noch ein Kräutersalz von Regine. Das da müsst ihr gucken. Also ich nehme das ganz gern, weil das nämlich auch mit verschiedenen Kräutern drin ist. So, mehr braucht man nicht. Aus dem Hagelsalz kommt meistens auch nicht so viel raus. Deswegen können wir dann nochmal Gewürzsalz nehmen und dann so eineinhalb Esslöffel Essig mit dazu rein. Ihr müsst es eh nachher nochmal abschmecken, wie das vom Geschmack her ist, ob das euch so passt. Jetzt riecht es schon gut. So, dann tun wir den gemahlenen Kümmel gleich mit rein. Der soll uns... Ja, den können wir ganz reintun. Muss man immer vorher schon ein bisschen gucken bei Kümmel, weil es doch einen sehr starken Geschmack hat, erst recht, wenn er gemahlen ist. So, und jetzt lasst ihr das da dann auf jeden Fall mal 10, 15 Minuten ziehen. Vielleicht zwischendrin mal kurz noch umrühren. Also, warte, jetzt habe ich gerade die Kräuter noch vergessen. Die Kräuter können wir auch da reintun. Petersilie. Das ist Petersilie und Rosmarin. Ist in dem Kräutersalz auch schon Rosmarin drin. Ihr könnt auch ein bisschen Thymian mit dazu reingeben. So. Und immer ein Smile. Das kommt nach dem Essen. So. Okay, dann haben wir jetzt hier das andere geschnittene Kraut. Da kommt etwas Wasser mit rein. Also empfehle ich auch immer, wenn ihr Salate macht, immer mit Wasser ein bisschen mit dazu. Die, auch wenn es ein bisschen cremiger sein soll, dann ein bisschen weniger Wasser, aber es verteilt sich besser im Salat. Dann da braucht es richtig gut Öl, also gut Rapsöl rein. Und für den Gegengeschmack möchte ich auch immer Olivenöl. Also ich mische die Salate immer für die Öle immer für den Salat. Das habe ich aber auch noch nie gehört. Doch, ich finde es einfach geschmacklich, finde ich es besser. Das passt, echt? Ja. Da wieder ein bisschen Zucker mit rein. So, jetzt muss ich mal Kümmel suchen. So, jetzt habe ich da noch einen Rest an gemahlenen Kümmel. Notfalls noch vielleicht nochmal nachmalen, wenn es nicht ganz reicht. Dann habe ich hier noch ein bisschen mein Gewürzöl von den Jalapenos. Das ist auch 1000 Öle. Rapsöl. Dann natürlich meine Lieblingsmischung Chili. Da dürft ihr ruhig, weil der nicht gekocht wird, könnt ihr ruhig ein bisschen mehr reintun. Erst recht, wenn ihr so eine Mischung habt und selber zusammengestellt habt, da kommt nicht so viel Chili rein. Also es wird ja ganz klein gehackt, da ist mehr Pfeffer und Rosmarin und Salz mit drin. Und Chili ist nur dezent, sodass ihr auf jeden Fall gut würzen könnt damit. So. Und noch etwas Pfeffer. Also es darf ruhig sehr würzig sein. Achso, ja, beim Bayerischkraut steht drin, dass man im Internet, dass man Brühwürfel nehmen soll. Ich bin absoluter Gegner von Brühwürfel. Ich bin Gegner von Fertigzeug, weil unnötige tierische Anteile mit drin sind, die was es da gar nicht drin braucht. Das macht keinen Sinn. Außerdem ist ein Haufen Zucker mit drin, ist ungesund. Wenn ich Zucker will, dann tue ich lieber selber Zucker rein. Dann tun wir jetzt nochmal durchrühren. Und es sieht auch schon ziemlich gut aus, also es kann schön vor sich hinkochen. Insgesamt Kochzeit 1 Stunde. Und dann können wir das hier mal durch
Ah, da brauchen wir noch ein bisschen Essig, genau. Das haben mein wir Gott, man kann auch alles separat machen, weil man kann auch in den Stress kommen, wie man sieht. Doch, du bist voll der Hektiker gerade. Nein, das bin ich immer in der Küche. Also in der Küche, furchtbar. Deswegen bin ich normalerweise in der Küche alleine. Es muss halt schnell gehen. Ich möchte gern fertig werden. Schatz, sie hat Hunger. Dementsprechend. Die Leute wollen auch mitkommen hier, gell? Ja, natürlich. So, da haben wir wieder ein großes Stück. Das schneiden wir einfach nochmal nach kurz. Ist gar kein Thema, dafür haben wir ein Messer. Vielleicht, wenn ihr es von der Scheibe komplett runterschneidet. Von wem? Von der Scheibe. Schatz, sie? Wenn ihr es komplett runterschneidet vom Kohlkopf dann, und Scheiben schneidet, dann ist es einfach, ja, dann geht es nicht gleich, wenn das so ist. So, dann könnt ihr mal nachprobieren. Und da fehlt auf jeden Fall jetzt noch Salz. Essig kann noch gut ran, bisschen Gewürze noch. Ja, dann machen wir das mal. Sonst kommt nichts rein. Nö, vielleicht Kümmel noch, tun wir noch ein bisschen was mit rein. Nachschmecker halt, ja. Ja. Okay. So, also, ich habe es ein bisschen abgeschmeckt, ich habe probiert, es hat noch Salz gefehlt. Tu noch ein bisschen Zucker nach. Einfach abschmecken, also ich mache es auch so, ich probiere das dann einfach. Ist es mein Geschmack, ist es nicht mein Geschmack? Ich habe noch etwas Butter mit rein. Wenn zu wenig Kümmel drin ist, tut einfach noch ein bisschen Kümmel mit rein. Ich mahle hier auch gerade noch einen, weil für einen Krautsalat, da muss auf jeden Fall viel Kümmel rein. Der schmeckt einfach viel besser. Und ja, wem das alles zu schnell war, es tut mir echt leid. Ich bin ein Schnellkocher. Klar, deswegen, ich habe einfach die Erfahrung schon ein bisschen mit dazu, wie man schnell irgendwie was zubereiten kann, wie man schnell ein Essen machen kann. Ich mache dann noch einen Kartoffelbrei mit dazu. Das zeigen wir euch heute aber nicht. Das kann, glaube ich, jeder selber. Und wenn ihr das wünscht, dann kann ich das euch gerne zeigen. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Und das Wammerl oder praktisch das Kassler, sagt man auch, tue ich nicht im Kraut mit kochen, sondern ich schneide mir das in Scheiben und brate es an. Das hat einen feineren Geschmack. Das hat dann so einen schönen, leckeren, würzigen Geschmack. Passt besser zum Bayerisch Kraut. So ein bisschen kontrovers. Das ist feiner im Geschmack und das Kassler ein bisschen stärker im Geschmack. Es gibt alles ja auch noch da seinen Geschmack dann dazu. Genau. Aber das machen wir heute nicht. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt geräuchertes Salz nehmen zum Beispiel, wenn ihr das wollt, diesen Rauchgeschmack drin haben wollt. Das kann man auch noch ins Kraut reintun. Also ihr habt da unzählige Varianten, das auf euch direkt abzuschmecken. Das heißt nicht, dass ihr es genauso machen müsst, aber ihr könnt es gerne ausprobieren, könnt mir eure Kommentare dazu lassen, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen seid, fragt einfach jederzeit. Alles klar, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Guten Appetit.